Hallo, willkommen bei einer weiteren Folge bei Gudonus TV. Ja, heute aus aktuellem Anlass, was heißt aktuell, ist bereits eine Woche her, möchte ich eine kleine Folge erstellen zum Thema Atomkraftwerke. Wie ja ihr sicher alle wisst, hat es in Fukushima durch das Erdbeben eben diesen Kernreaktor in Schwierigkeiten gebracht, havariert, sagt man dann dazu. Ich sehe dann trotzdem im Internet immer wieder Blogs und Postings von Leuten, die meinen, naja, ganz so schlimm ist es ja nicht, AKWs und so, und Atomkraft ist ja eine gute Sache. Da fällt mir gerade ein, ich habe hier noch einen Punkt hinzuzufügen gerade zu meiner Liste. Genau. So, ja, schauen wir uns doch mal kurz an. Atomkraftwerke. Da sind Leute wirklich, die es gut finden. Bitte an alle, die das sehen, diese Sendung, das nächste Mal, wenn ihr jemanden wieder habt, der irgendwie nervig postet, die Atomkraft, weil noch so toll, bitte einfach nur einen Link zu diesem Video. Da müsst ihr nicht mehr viel schreiben. Also gucken wir uns das doch mal ganz an. Atomkraftwerke, ja, nein, weiß nicht, vielleicht, hab Angst. Prinzipiell, positiv zu Atomkraftwerken. Das Einzige, was man sagen kann, ist im Endeffekt, dass sie an einem bestimmten Punkt sehr viel Energie erzeugen können. Das heißt, du hast ein Kraftwerk und da kommt ziemlich viel Zeug, Strom, nämlich raus. Ja, das ist definitiv ein Vorteil. Ein Argument der Atomkraftbefürworter ist dann halt, naja, man muss ja die Atomenergie, braucht man, um den Energiebedarf der Menschheit zu decken. Wenn man sich weltweit den Prozentsatz an Atomstrom zur Energieversorgung der Menschheit anschaut, dann liegen wir bei einem Prozentsatz von 4%. So viel mal zur Notwendigkeit des Atomstroms, um den Energiebedarf der Menschheit zu decken. Natürlich gibt es da in Ländern Unterschiede. Was natürlich dann zum Atomausstieg ein Aspekt ist, von wegen, wo dann, wenn dann Atombefürworter sagen, naja, man kann ja nicht aussteigen, man kann jetzt nicht auf jeden Fall nicht auf Null steigen. Klar, behauptet kein Mensch, will kein Mensch sagen, jetzt, wir müssen jetzt unbedingt alle Atomkraftwerke abschalten. Braucht man nicht. Es geht ja auch beim Ausstieg nicht darum, von 0 auf 100 zu kommen oder von 0 auf 0 innerhalb von ein paar Tagen, sondern es geht darum, an Anfang sich umzuorientieren, um nachhaltige Energieerzeugung zu machen. Genau. Im Übrigen, wenn jetzt in Deutschland spontan 7 Atomkraftwerke abgeschaltet werden können, dann frage ich mich, na gut, so eng kann die Energieengpass ja, so groß kann der Energieengpass ja nicht sein. Gut, ja, zum Thema sauber. Atomstrom sei ja so viel so sauber. Ich weiß nicht, wäre dann immer so CO2-frei und so weiter. Also von der Sauberkeit her gesehen, woraus besteht so ein Atomkraftwerk primär? Beton, Stahl, viel Kupfer und Materialien, wo halt Strom durchgeht. Dann halt eben noch, ne, das Zeug braucht ziemlich viel Energie, um mal hergestellt zu werden. So ein Stahlwerk braucht ziemlich viel Energie. Um Beton zu brennen, braucht man super viel Energie. Das sind mit so die energieaufwendigsten Industriezweige, die wir haben. Das heißt, schon mal da wird überhaupt kein CO2 freigesetzt, weil die ganzen Stahl- und Betonwerke ja auch mit Atomstrom betrieben werden. Dann nicht vergessen, Uran und Plutonium, der Abbau, da müssen Minen für gebaut werden. Da fahren auch keine atombetriebenen Trecker und LKWs und Bagger und was alles rum. Und wollen wir auch mal nicht vergessen, dass das Uran, das Plutonium, dann sind ja Erze, die müssen dann ausgewaschen werden und gewonnen werden. Das ist eine ziemliche Sauerei, was chemikalisch angeht. Das heißt, dort, wo dieses Zeug gewonnen wird, haben die Leute und die Natur überhaupt keinen Spaß. Also sauber ist anders. Mal abgesehen vom Abfall, wenn wir schon von Sauberkeit sprechen. Es gibt weltweit noch kein einziges Endlager für Atommüll. Viele glauben ja auch, ne, diese Brennstäbe, die kann man dann rausziehen, dann legt man die irgendwo hin und gut ist, die bleiben da liegen. Das geht auch nicht, die müssen erst einmal gekühlt werden, wie man jetzt in Fukushima ja auch mal mitbekommen hat, dass schon auch abgebrannte Brennstäbe noch immer gefährlich sind, dass die halt eine Kernschmelze bekommen, dass sie dann nochmal eine Kettenreaktion so stark wird, dass die richtig heiß werden. Ja, so einfach weg irgendwo hinlegen kann man die auch nicht. Wenn man sich die Halbwertszeiten mal anschaut, die Halbwertszeit bedeutet, dass die Hälfte des Materials noch nach der angegebenen Zeitspanne noch immer radioaktiv ist. Das ist bei Plutonium, sind das 24.110 Jahre. Also wenn ich 1000 Kilogramm Plutonium irgendwo lagere, dann dauert das 24.110 Jahre, bis die Hälfte davon, also 500 Gramm, nicht mehr aktiv ist, also ungefährlich ist. Aber ihr habt immer noch 500 Gramm nach 24.110 Jahren, die strahlen. Bei Uran übrigens, Uran
gibt es zwei verschiedene Urantypen. Es gibt einmal Uran 234, also 234 Kernteile. Das hat eine Halbwertszeit von 245.500 Jahren und Uran 235 eine lapidare Halbwertszeit von 704 Millionen Jahren. Also, finde mir jemand, also jeder von diesen Atomkraftbefürwortern, wenn er mir ein Endlager zeigt, wo ein Uranbrennstab 704 Millionen Jahre sicher lagern kann, bitte gerne mal geben. Würde ich gerne, dann können wir gleich mal auch die Bundesbehörden einschalten, damit die endlich dann mal ein Endlager finden dafür. Nächstes Argument. Die lieben Betreiber, Firmen, die die Atomkraftwerke pflegen und hegen und betreiben. Erst einmal, man darf nie vergessen, ein Bau eines Atomkraftwerks ist unheimlich teuer. Das ist ein Riesenteil. Ja, da braucht man ziemlich lange für, um das herzustellen. Das geht nicht so von heute auf morgen. 10 bis 15 Jahre ist eine Bauzeit von einem Atomkraftwerk. Das bedeutet, die stecken da richtig viel Kohle rein. Und übrigens meistens ist die Kohle nicht von irgendwelchen Privatleuten, die da investieren, um der Menschheit was Gutes zu tun, sondern wird es unterstützt, werden die Konzerne unterstützt halt eben von der Politik, vom Staat, von den Steuergeldern, deren Sicherheit dann auch an den Atomkraftwerken drinstehen. Und wenn die in die Luft fliegen, dann zahlt man nochmal doppelt und dreifach. Gut, also erstmal der Bau ist sehr teuer. Das bedeutet aber auch, wenn so ein Ding mal steht und der Betreiber das betreibt, hat er ein großes Interesse daran, möglichst wenig Geld zu investieren, weil wir leben ja im Kapitalismus, was dazu führt, dass zum Beispiel in den deutschen Atomkraftwerken, die hätten ausgeschaltet werden sollen nach dem Beschluss der rot-grünen Bundesregierung, dass dort mit dem Argument, naja, sie müssen ja eh im Jahr 2009 oder so abgeschaltet werden, keine Sicherheitsnachrüstungen mehr gemacht wurden, das heißt, es wurde eh schon gespart und ach, wie schön, jetzt die Laufzeitverlängerung, das heißt, da laufen wieder so 10 Jahre, da investieren in 10 Jahre schon wieder nicht, das braucht man, das ist zu viel Geld, das kostet. Weil so ein Atomkraftwerk wirklich sicher zu machen und zu sanieren, wenn so, dass es wieder ordentlich laufen müsste, das ist wie, wenn man eine Wohnung komplett entkernt. Ne? Ich meine, wenn die Sicherheitsgarantie für ein Auto, sagen wir mal, 20 Jahre ist, man fährt damit 40 Jahre, dann denkt sich auch jeder Mensch, ein vernünftiger Mensch, naja, so ganz normal kann der sicherheitsdenkend, kann dieser Betreiber von dem Auto nicht sein. Ja, bei Autos ist es einleuchtend. Bei Atomkraftwerken offensichtlich, wie die Atomkraftbefürworter beweisen, indem sie dafür sind, ist noch nicht so klar. Gut, das heißt, die Konzerne wollen natürlich Geld sparen und damit halt die Nachrüstungen möglichst minimieren, was dazu führt, dass die Dinger marode werden, Schrott werden und nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik sind. Ja, wenn man sich so ein Bau von die ISA 1 oder so in Neckarwestheim, die Kontrollzentren, das kann man sich vorstellen wie bei Lost, je nachdem, wer die Folge gesehen hat, diese Schallzentralen da unten in diesen komischen Bunkerdingern, so sieht es dann so ein Atomkraftwerk aus. Ja. Dann das nächste Problem mit den Betreibern ist, dass es halt eben dadurch, dass die Energie halt sehr zentral von wenigen Kraftwerken erzeugt wird, und es dadurch auch nur wenige Betreiber gibt, haben die natürlich auch ein Monopol auf Strom. Sehr praktisch. Ja, die können nämlich also dann die Preise absprechen und machen, was sie wollen. Das heißt, wenige profitieren, ein paar Chefinnen haben da Manager und so, ne, die kriegen richtig schön die Margen wieder und die Kraftwerksarbeiter, die Arbeitsplätze, die dabei geschaffen werden, die Tausende, die Leute, die dürfen da unter höchsten Gefahren arbeiten und verdienen eh den Scheißdreck. So. Wenige profitieren also, womit viel, die aber viel Geld verdienen. Und was natürlich auch nicht zu vergessen ist, wird auch gerne von den Leuten verdrängt, dass die Konzerne natürlich auch nicht mal die nettesten sind, wenn es darum geht, dass die Bundesregierung ein paar Entscheidungen trifft, wie zum Beispiel, dass die Konzerne zur Kasse gebeten werden sollen, wenn Steuergelder, mit Steuern auf Brennelemente. Ja, da, was dann die Konzerne gemacht haben, das ist ja im Jahr 2010 im Gespräch gewesen. Die Konzerne haben dann damit gedroht, einfach mal neuen Atomkraftwerke abzuschalten und Deutschland sozusagen mit einer Energielücke gedroht. Das ist Erpressung. Und das ist öffentlich passiert. Das ist nicht irgendwie hinter verschlossenen Türen, sondern das war in Medien, hat jeder mitbekommen. Ja, ich verstehe nicht, warum in Deutschland danach die menschliche Bevölkerung nicht gesagt hat, sondern seid ihr deppert, wir lassen uns doch nicht von euch erpressen, schaltet jetzt sofort alle Atomkraftwerke ab. Ja, aber ne, dadurch eben die Regierung hat eingelenkt und so, ist alles ein bisschen verwässert worden. Das ist eine tolle Sache, wenn die demokratische Regierung, die wir wählen, schon öffentlich so erpresst werden kann. Also, ich meine, entschuldigt Leute, aber da habe ich echt keinen Bock drauf. So, dann,
Ne, Plutonium-Uran oder was da so als spaltbares Material verwendet wird. Wie war das nochmal? Das ist eine Ressource, die auch tatsächlich irgendwann weg sein wird. Tja, also Schätzungen zufolge 200 Jahre, man weiß es nicht. Ja, ich will jetzt auch keine Zahlen nennen, ist ja wurscht. Es geht ums Prinzip, das Zeug ist irgendwann weg. Und wenn es weg ist, muss man ja doch wieder auf andere Energieformen umsteigen. Also, warum nicht gleich? Ja, gut, also, warum also noch Geld investieren in eine Technologie, die eh irgendwann ad absurdum geführt ist? Ach ja, und dann gibt es noch Menschen, die sagen, ja, also so eben, die sind eigentlich das Hauptargument für Befürworter kann eigentlich nur emotional sein, weil es ja eine tolle Technologie ist, es ist modern, es ist das Zeitalter der des Atomgeschichten. Ach übrigens, bevor ich es vergesse, zur Geschichte der Atomkraft, ne, die Kernspaltung ist entdeckt worden von den Nazis. Ja, die haben das damals zum ersten Mal, die Deutschen haben das damals zum ersten Mal erforscht und geschaut und schade, dass Hitler das Potenzial der Atombombe nicht rechtzeitig erkannt hat, weil nämlich sonst hätte Deutschland vielleicht schon eine Atombombe gehabt, aber eben trotzdem. Die Forschung super, dass die Deutschen damit angefangen haben, die Nazis, nämlich jetzt haben wir schöne, saubere Atomkraft. Ja, toll, zivile Nutzung. Gut, ja, also eher modern, sagen ja viele Leute, das ist eine super moderne Technologie, aber ganz ehrlich. Wie lange gibt es denn Dampfmaschinen schon? Dampfmaschine, ich weiß es nicht, bestimmt, ich weiß, ich sag mal 150 Jahre. Das ist eine der ersten, mit der Dampfmaschine begann die industrielle Revolution. Da begann überhaupt das Industriezeitalter mit. Und was ist ein Atomkraftwerk? Ach, das ist ja eigentlich nichts anderes als ein Tauchsieder mit einer Dampfmaschine hinten dran, mit der man Strom erzeugt, wo viel Verlust im Laufe zwischen der Atomkettenreaktion und dem Strom passiert. Wenn ich wirklich moderne, elegante Stromerzeugung mir anschaue, dann würde ich sagen, Photovoltaik ist schon ganz cool, ne? Direkt auch Sonnenlicht, Energie, Strom erzeugen, ohne verlustige Umwege oder so. Das ist mal effizient. Da geht nicht viel verloren. Tja, was war noch? Ach ja, letzter Punkt. Mann, wir sind schon bei 12 Minuten. Sicherheit. Haben wir ja ganz vergessen. Die Dinger können ja auch kaputt gehen. Ja, und da brauchst du keinen Tsunami für oder ein Erdbeben für, wie ja gerne dann immer sagen, ja, aber das kann ja hier nicht passieren. Es muss nur der Strom ausfallen. Es muss nur der Strom ausfallen bei der Kühlung. Ja, aus irgendwelchen Gründen, durch irgendeinen Transformatorbrand, wie es in Krümmel schon passiert ist oder so, ja, dann kann man halt die Kühlsysteme nicht mehr betreiben, ja, und dann gibt es halt eine Kernschmelze. Und da haben wir die Kacke am Dampfen. Am Dampfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich hoffe, ich hoffe euch da, jetzt konnte euch jetzt ein bisschen mal aufmuntern mit dem Video. Mal ehrlich, ja, lassen wir lieber die Finger davon. Atomkraft. Also wer jetzt noch irgendwie sagt, jo, es ist toll, der hat entweder gehirntechnische Schwierigkeiten oder aber er wird bezahlt von der Atomindustrie. Ja, gut, ich danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, zu welchem Thema auch immer. Ciao.